Schönen guten Morgen. Hallo. Morgen. Wie in der Schule hat sich das gerade angehört. Ich habe mal auf Lehramt studiert. Was denn? Welche Fächer? Deutsch und Sozialkunde. Oh Gott, furchtbar. Ja, aber ich bin in der IT gelandet. Welch Abstieg. Schön, dass ihr da seid. Zum Vortrag heute den großen Stein ins Rollen bringen. Von Daniel und mir. Eigentlich ist zum Vortrag schon das größte... Der größte Teil gesagt, wenn ihr das Bild seht, weil darum wird es sich auch die ganze Zeit drehen. Wir sind heute hier, um euch so ein bisschen aus unserer Erfahrung zu berichten, was es denn mit diesen agilen Transitionen auf sich hat und warum das denn nie funktioniert. Kann man eigentlich so sagen. Oder wie es dann funktioniert, letztendlich. Was man tun kann, was funktioniert. Was man tun kann. Wenn das hier jetzt funktioniert, tut es. Genau. Sagen wir noch was zu uns? Ah, wir sagen vielleicht noch was zu uns vorher. Aber nicht wegen uns, sondern vor allem wegen... Also nicht wegen uns, sondern vor allem wegen Annika. Annika ist nämlich eine Kollegin, die die ganzen Visuals gemalt hat. Insofern vielen Dank an der Stelle. Wir sind sehr begeistert. Genau. Und wer sind wir? So ein bisschen Background ist auch nötig, weil das ist ja so dieser Text hier, Agiler Goliath. Wir sind sowohl Daniel wie auch ich so innerhalb der Rewe-Gruppe in unterschiedlichen Kontexten unterwegs gewesen und haben mal zumindest so da die letzten 3-4 Jahre Erfahrung gesammelt, wie das denn ist mit so einer großen Umgebung, die denn agil werden möchte oder die eigentlich nicht agil werden möchte, aber agil werden muss. Oder soll. Oder soll. Sie soll zumindest agil werden, will es aber nicht, ne? Also wie man das so kennt. Und haben da sehr, sehr viele Sachen ausprobieren dürfen und sind auch auf einige gestoßen, die relativ erfolgversprechend waren, so viel als Spoiler bis hierhin. Über welche Sachen wir erzählen werden, das könnt ihr gleich selber bestimmen. Ne, einfach, dass ihr hier so ein... Selbstorganisiert. Ja. Ob das klappt. Genau. Worum geht's? Daniel. Kennt ihr das? So Sprüche, das Management macht nicht mit. Also um ehrlich zu sein, sind das eine Reihe von Sprüchen, die habe ich selber auch gerne gesagt vor einiger Zeit. Oder so eine Geschichte wie, wer kennt das? Unsere Unternehmenskultur verhindert Veränderung. Wer hat das? Nur einer, die andere, die Kultur... Ah, sehr gut, ja. Wer hätte schon gedacht, dann hätte ich gefragt, welche Unternehmen hier so sind. Ja. Also. Ja, oder sowas wie hier der kreative, passive Konstruktivismus. Ne? Jemand müsste mal etwas ändern oder es müsste mal jemand etwas geändert werden, damit etwas passieren könnte. Und das ist dann auch immer eine gute Entschuldigung, um zu sagen, ja gut, solange wir keine agile Transition haben und kein Transitions-Backlog und kein globales Transitionsteam auf C-Level-Ebene, wird sich bei uns eh nichts tun. Das Doofe ist, ja, vielleicht schon, aber nee, vielleicht auch nicht. Ja. So. Was ich auch noch ganz schön finde, ist, unsere Leute haben das falsche Mindset. Da mag ich ja, gibt viel Kritik, mag ich ja Nils Pfleging, der irgendwie so diese Leute sehr kritisiert, kann ich nachvollziehen. Aber das ist auch eine gängige Geschichte. Wir können ja hier gar nicht agil werden, weil unsere Leute haben das falsche Mindset. Ja. Oder... Die haben vielleicht das Richtige, aber die sind nicht geschult und die kriegen aber nicht die Schulung und das wäre viel zu teuer. Wie kriegen wir denn jetzt das Marketing dazu, dass die geschult werden in Agile, damit die auch endlich Agile machen dürfen? Ist natürlich manchmal total unrealistisch, weil das wird nicht passieren, dass irgendwo 200 Leute irgendwie in diese agile Welt reinrutschen und dann wird die ganze Firma agil. 200 Leute ist auch gut. Wir sind gar nicht genug Leute, um diese Veränderung vorantreiben zu können. Ja. Weil wir sind nur, jetzt zum Beispiel bei uns im Kreis, 2, 3, die sich mit dem Thema Agil, Scrum Master, Agile Coach beschäftigen. Wie soll man da 180, 200 oder wie viele Leute auch immer bewegen? Das kann gar nicht funktionieren. Genau, oder bei uns sind wir irgendwie so knapp 25 Scrum Master. Das ist aber auch bei weitem nicht ausreichend, um irgendwie direkt einen Effekt auf das ganze Unternehmen erzeugen zu können. Und das ist ja schwierig. Also die große agile Transition, der große Stein, den ins Rollen zu bringen, indem man wie dieser Agile Coach vielleicht, Sisyphus, da schiebt, das funktioniert irgendwie nicht. Das funktioniert seit 3, 4, auch in anderen Unternehmen, kleinen, großen, habe ich nicht funktionierend erlebt. Genau, ich glaube, ich habe mal ein paar Leuchttürme gesehen, meistens auch in anderen Ländern, wo das funktioniert hat, aber man hat das Gefühl, beim Großteil funktioniert es nicht und je stärker man an diesem großen Stein pusht, desto schneller ist man frustriert darüber, dass sich nichts bewegt.
deshalb unsere Idee, ja, wie kommt man jetzt denn dazu, dass es funktioniert? Weil im Endeffekt muss der große Stein, also unser großes Unternehmen, ja doch irgendwie den Hügel runterrollen. Und wenn es das nicht tut, dann wissen wir, dass es nicht gut ist für das Unternehmen langfristig. Und da sind wir jetzt gekommen, zu dieser Idee hier. Eigentlich, was passiert, ist ja, man sagt ja, man kann ja auch Kultur zum Beispiel nicht aktiv herbeiführen oder irgendwo mit der Schaufel reintragen, sondern meistens sind das so Dinge, da liegen ganz viele kleine Steine im Weg, die einfach nur verhindern, dass der große Stein runterrollt. Wie kann man sich das vorstellen? Er sagt, wenn man genug kleine Impulse setzt im Unternehmen, dass sich so dieses Mindset und diese Kultur verbreiten kann, dann ist das irgendwann groß genug, dass der große Stein schon von alleine rollt. Gerade in so großen Unternehmen, wo man es mit mehreren hundert bis mehreren tausend Leuten zu tun hat, ist es halt schon extrem wichtig, ganz egal was top-down passiert, dass man bottom-up genau den Nährboden dafür bereitet, dass sich diese, ja, diese Denkweisen oder auch diese Methoden ausbreiten können. Und dafür bieten wir euch heute was an. Genau, also wir haben uns zusammengesetzt und mal überlegt, was wir so tun und getan haben als kleine oder größere Dinge, als kleinere oder größere Steine, die aus unserer Sicht einen Einfluss auf den agilen Goliath hat, auch der Erfahrung nach. Also wir hatten gerade einen Rückblick, 3, 3,5 Jahre agile Transition bei der Dertouristik und dann bei so einem Rückblick festgestellt, was sich dann doch getan hat. Genau, und da haben wir eine Reihe von Dingen ausprobiert. Wir haben uns da nicht abgestimmt, dass wir das in den Unternehmen gleich machen, sondern einige Dinge hat Olli ausprobiert, einige Dinge haben wir ausprobiert hier bei der Touristik. Manche Dinge kamen wir auf die gleichen Ideen. Und unser Vorschlag ist, dass wir mal so ein, zwei vorstellen von ein paar kleinen Steinen und ansonsten dann in die Runde gehen und einfach meldet euch. Wir können zu jedem was sagen, natürlich, sonst wird es da nicht stehen. Aber wir haben nicht die Zeit, zu allem was zu sagen. Deswegen warten wir auf euren Input, was ihr gerne hören würdet. Genau, so ganz wichtig als Kontext, das sind so alles Methoden, wo man im Zweifel auch ganz alleine anfangen kann, die im Unternehmen einzuführen und wo man nicht immer 10 oder 15 Leute braucht, die da mitgehen oder eine Geschäftsführungsentscheidung oder HR, die mitzieht oder. Womit fangen wir denn an? Fangen wir an mit den Brownback-Meetings. Das ist eine gute Überleitung, weil das etwas ist, was definitiv jeder im Unternehmen einfach tun kann. Letztendlich die Idee von so einem Brownback-Meeting ist von der Begrifflichkeit Brownback Amerika, man hat so eine braune Tüte, wo das Mittagessen drin ist. Die Idee ist, außerhalb der Arbeitszeit, deswegen Mittagessen, ein Meeting zu machen zu einem Thema, gemeinsam essen zu gehen beispielsweise, um dann wichtige Dinge besprechen zu können. Und da braucht man dann keine öffentliche Erlaubnis von irgendeinem Teamleiter oder von irgendeinem Chef, sondern man geht einfach zusammen Mittagessen. Mal als ein Beispiel, was wir gemacht haben bei uns. Wir haben in der Scrum Master Agile Coach Community, wir haben mehrere, also Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft, haben wir uns, ich glaube, einmal monatlich getroffen, um gemeinsam zu überlegen, zum Mittagessen, was läuft denn ganz gut und was nicht. Das war erstmal nur ein Austausch. Ehrlicherweise eine Runde, wo man sich auskotzen konnte und sagen konnte, läuft alles nicht, die ganze agile Transition geht nicht. Aber was daraus entstanden ist, jetzt vor 2, 3 Monaten, ist die Erlaubnis von agile 60 Minuten, glaube ich, heißt das. Ne? Also ein Meeting, was offiziell angeboten wird, wo Agile Coaches und Scrum Master Interessierten in der Organisation etwas zur Agilität erzählen können. Und da gibt es jetzt einen offiziellen Termin und da können die Leute hingehen und das Interesse ist relativ groß. Und das hat angefangen eigentlich mit so einem Brownback-Meeting. Wäre auch nicht möglich gewesen, das direkt ohne diese Vorstufe einfach zu erlauben, ne? Und einzuführen. Genau, also da war es so, dass wir das natürlich gefragt haben, können wir nicht mal hier irgendwie so ein Meeting machen? Und da war die Frage, was ist der Nutzen und was kostet es und auf welche Kostenstelle wird das gebucht und so weiter. Ja, oder irgendwie... Ja, genau, bitte. Ja, wenn ihr Fragen habt, bitte einfach zwischendurch rein. Ich glaube, mit dem Mikrofon, ne?
So, jetzt. Genau. Also mich würde interessieren, wie ihr die Themen da festlegt, weil wir haben sowas Ähnliches im Unternehmen und ich kriege immer die Rückmeldung, dass den einen zu viele Einzelschicksale besprochen werden, weil die halt konkret irgendwie aus einem Projekt oder einem Team Sachen fragen wollen, ja, wie geht das denn, wenn wir das agil machen? Und den anderen sind das zu viele Grundlagen, so, ja, wie geht das mit Scrum und was ist irgendwie Kanban und müssen wir das bei uns in der, im Team nicht eigentlich so machen oder so machen? Und ich finde es mega schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, weil dadurch merke ich, dass einige Leute das Interesse verlieren, weil, wie gesagt, entweder die eine Seite oder die andere Seite irgendwie sich nicht abgeholt fühlt. Wie macht ihr das da mit der Agenda? Du meinst die Inhalte von diesen agilen 60 Minuten? Genau. Also eine Vorstufe von den agilen 60 Minuten war eine Runde, wo sich die Leute, die sich mit agil beschäftigen, Product Owner und Scrum Master, an einen Tisch gesetzt haben und überlegt haben, also dann nicht mehr bei einem Mittagessen, sondern nach einem Mittagessen, in einem offiziellen Termin, sich überlegt haben, was können wir tun, um die Organisation nach vorne zu bringen, was agil angeht. Und eine Entscheidung war, diese 60 Minuten zu machen, dafür Zeit zu kriegen. Da war dann die Entscheidung in der Runde einfach, dass es ein Basic Infotermin eigentlich nur ist. Aber am Ende definieren im Grunde genommen immer die Leute in dem Termin, was da stattfindet. Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil gerade der Punkt so konkretes Thema und Bedarf, danach muss man sich ausrichten, nicht einfach irgendwas vorplanen, sondern manchmal ergibt es sich und man muss auch von den Dingen auch mal 10 oder 20 gestartet haben, bis irgendeins wirklich ist, was langfristig was bringt. Ne? Also das ist bei allen Dingen so, man darf jetzt nicht erwarten, man macht es einmal und dann wird alles besser. Es ist eher so, dadurch, dass man das immer wieder macht, gibt es die Möglichkeit, dass etwas passieren kann. Und deshalb, man braucht Menschen mit Interesse, die da mitgehen, die das auch vielleicht selber mit vorantreiben oder die fangen dann an, selber Brownbags auszurichten, was auch immer. Und man braucht immer einen konkreten Bedarf, warum man denn da hingeht. Und vielleicht, wenn dann zu viele Interessen aufeinanderprallen, muss man auch eher 2 oder 3 verschiedene Sachen dann unabhängig voneinander anbieten, damit es halt nicht für die Leute langweilig wird. Und was auch sehr spannend ist, denke ich, also auch etwas, was da zum Beispiel daraus entstanden ist, man lernt, trifft plötzlich Leute, die das gleiche Interesse haben wie man selbst und kann sich ein Netzwerk aufbauen bzw. voneinander profitieren. Also das Ergebnis war beispielsweise auch über diese Runde, dass Scrum Master aus dem einen Team mal hospitieren bei Scrum Mastern aus dem anderen Team, um da zu lernen. Also das ist eigentlich eine Networking-Veranstaltung. Danke. Kurzer Kommentar dazu, ich finde es sehr schön und es gibt auch einen anderen Namen dazu, bei uns heißt das Pizza Night, das ist abends, also nach 17 Uhr und die einzige Bedingung ist, dass das Thema nichts konkret mit dem Tagesgeschäft zu tun hat und dass der Chef oder die Geschäftsführung die Pizza bezahlt und das Bier, ja, das ist so die einzige Bedingung dabei. Geklaut haben wir das tatsächlich, und das ist vielleicht die Story dahinter zu mitnehmen, von Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat und GE und andere Unternehmen ja letztendlich begründet hat, der so Innovation bei sich möglich gemacht hat. Und zwar mit seiner Frau, die für seine Teams nach den Arbeitstagen Pizza und andere Burger und Sonstiges zusammengetragen hat. Und dann haben die über Innovation und neue Themen nachgedacht. Das fand ich ganz schön. Brownback Meeting, Pizza Night, wir sind ja dann ähnlich und similar. Ja, ja, danke. Genau, aber das ist ja hier zum Glück nicht nur ein Vortrag über Brownback Meetings. Wir haben noch ein paar andere Punkte, wenn ich das jetzt hier hinkriege. Ja, ich krieg's hin. Sehr gut. Ich würde noch ein anderes Thema von mir aus vorstellen. Danach können wir sehr gerne auf das eingehen, was ihr denn noch hören wollt. Das war zum Beispiel das Thema, ja, nehmen wir mal Moderationsplattform. Das ist auch so ein Thema, wo man viel ausrichten kann. So, zumindest bei uns war das so. Wir haben die Scrum Master. Wenn man sich so einen Scrum Master vorstellt, wenn er ein bisschen Erfahrung hat, der ist ja sehr geschult darin zu moderieren. Und der hat auch eine recht breite Ahnung davon, wie man es denn schaffen kann, zum Beispiel eine Retrospektive zu machen oder auch mal Leute dahin zu führen, innerhalb von einem Tag zu einem Ziel, egal ob es jetzt ihre Strategie ist oder ihre Vision oder ihre Jahresziele oder, zu kommen. Und dann könnte man sowas machen, das haben wir auch gemacht, eine Moderationsplattform. Das heißt, wir wissen, wir können Kollegen aus anderen Bereichen nicht missionieren mit dem, was wir tun, weil die haben dafür keine Zeit, keine Geduld oder kriegen auch nicht den Freiraum, das zu tun. Was wir aber machen können, ist zu sagen, hier, guck mal, schreibt mal an moderatoren@unserefirma.de und wir bieten für euch an, dass wir eure Meetings einfach moderieren. Das hat klein angefangen bei uns. Man sagt, einfach eine E-Mail-Adresse eingerichtet, da kommen die Leute
und dann stellt man den Fragen, was willst du machen? Ne? Da kommt zum Beispiel der Kundenservice, der will ein Teambuilding-Meeting machen, da kommt die Strategieabteilung, die will nochmal ein Check-up machen, ob irgendwie so die Vision und die Strategie vom Unternehmen denn so gut ist, oder die wollen ein Offsite machen, wo die mal drüber gucken, was können wir nächstes Jahr alles erreichen. Wo man sehr viel bewegen kann, wenn man, das sind ja die Leute, die in diesen Rollen sind, wenn man so genug Methodenverständnis hat zum Thema Moderation, dass man denen dann zeigen kann, guck mal, wir machen das jetzt so. Und dadurch sind ganz interessante Effekte entstanden. Ne? Erstmal das Vertrauen in, ich sag mal, in diesen Ponyhof der Technologie herein. Ne? Wenn ihr sehen, diese Scrum Master zum Beispiel oder auch Product Owner, die arbeiten nicht nur einfach irgendwas Virtuelles, sondern die haben Ahnung von dem, was sie tun, und die können uns weiterhelfen. Und sei es mit einem kleinen Kanban-Schulung oder dadurch, dass sie unsere Jahresziele moderiert haben. Das ist immer noch was Furchtbares, Jahresziele, aber besser, man hat dann so einen Einstieg, dass man darüber mit denen in den Kontakt kommt, als gar nicht. Weil dadurch, wie man das macht und wie man den Umgang miteinander pflegt, setzt sich natürlich da auch ein Keim bei den Leuten fort, und die wollen direkt mehr haben. Die melden sich dann nach der Moderation und sagen, ah, wie cool, erzähl mir doch noch mehr, und wir müssen das jetzt eigentlich jeden Monat haben. Und bei uns war das jetzt so, irgendwie aus dieser kleinen Geschichte, dass einer mal eine E-Mail-Adresse eingerichtet hat, ein Scrum Master, ist jetzt ein ganzes Gremium von knapp 10 Leuten geworden, und das ist eine richtige Plattform für die ganze Firma, wo sehr viele Meetings quasi moderiert werden. Und wir auch festgestellt haben, das ist was, wo man, ich sag mal so unter der Haube, auch eine große Veränderung im Unternehmen auslösen kann, ne? Gerade wenn es so um bereichsübergreifende Themen geht. Weil so ein Scrum Master sich auch schon mal einen halben Tag oder einen Tag halt quasi lösen kann vom Team, und dann macht er halt für einen anderen Bereich eine Moderation, die denen sehr weiterhilft. Und dann erzählt er denen, wie kann man denn an so Themen rangehen. Vielleicht ist es nicht sinnvoll, Jahresziele auf die Art zu beschreiben, so man kommt rein und stellt die vor und dann müssen sich die Leute allein bis zum Abend und man geht trinken, sondern man kann die vielleicht auch anders entwickeln. Das war bei uns ein sehr gutes Beispiel, wie man schnell so Grip bekommt auf die Organisation. Ich glaube, was ich auch noch wichtig finde dabei zu sagen, ist, dass solche von geschulten Scrum Mastern oder Product Ownern vielleicht auch Agile Coaches moderierte Meetings in einem Konzern, in so einem Goliath, unüblich sind. Also man kennt ja so übliche Jofix Abteilungsmeetings, die, wenn man so aus dem agilen Kontext kommt oder da länger gearbeitet hat, gar nicht mehr so kennt. Ne? Also da, so dieses, alle sitzen irgendwie in so einem U und vorne sitzt der Chef und der sagt, du darfst jetzt reden, und also ein bisschen überspitzt. Und auch dieses Reinbringen neuer Methoden und dass dann Meetings tatsächlich auch Wert haben oder ein Ergebnis haben und Sinn stiften, auch das erzeugt eine gewisse Veränderung, die bei der agilen Transition insgesamt einen sehr, sehr wertvollen Beitrag leistet. Und ich weiß jetzt, bin selbst nicht da, aber ich weiß von der DB Systel beispielsweise, dass sie auch genau das aufgebaut haben. Ich weiß, dass man dort als Veranstalter eines Termins auf die Moderationsplattform, wie auch immer die da heißt, zugehen kann und sagen kann, ich brauche einen Moderator, und dann kommt er und moderiert das Meeting. Auch ziemlich einfach. So, ja, jetzt wären wir mit unserem Content auch schon durch eigentlich. Schön, dass ihr da wart. Bis nächstes Jahr, da kommen die anderen Punkte. Nein, wir haben ja noch ganz viele andere. Ich lese sie vielleicht einmal kurz vor für die, die es nicht so richtig gut lesen können. So ein paar Punkte, auf die wir genau in der gleichen Art eingehen können und auch gerne auf eure Fragen antworten. So, das Thema Communities of Practice ist ja immer ein großes Thema. Dann das Thema Scrum Master oder Agile Coach Team, Connect and Share. Ja, was sich dahinter verbirgt, wird Daniel dann sagen. Brownback Meetings hatten wir schon, Lunch Lottery, Einarbeitung von Mitarbeitern durch das Team selbst, eine große Retro ausführen, Team Setup in Selbstorganisation. Ne, wer gestern schon da war, kennt das Thema vielleicht auch schon vom Robert Gies. Das Thema Happiness Index Umfrage, Thema Staffing Board einfach mal selber machen, Portfolio Board einrichten, der allseits beliebte Mittwoch, also das gemeinsame Frühstück in der Firma, Scrum Master Sharing, Austausch von Scrum Mastern, dann Meetups ausrichten in der Firma, implizites Wissen explizit machen, und ja, Moderationsplattform hatten wir schon. So, wer würde denn gerne was hören? Glaube ich, nicht viel zu sagen. Einarbeitung durch das Team, ganz wichtiger Punkt. Okay. Was wir gemacht haben bei uns ist, dass wir neue Mitarbeiter, die ins Team kommen, durch das Team einarbeiten lassen. Und das hat so funktioniert, dass das Team teilweise auch schon im Recruiting-Prozess dabei war, spielt aber dafür jetzt erstmal nicht unbedingt eine Rolle.
sondern es ging darum, dass das Team sich vorher überlegt hat, bevor der Mitarbeiter kam, was muss denn ein neuer Mitarbeiter wissen, haben, können, um in diesem Team direkt gut arbeiten zu können. Und das bezog sich einmal auf technisches und fachliches Wissen, aber auch auf Umgebungen und Passwörter und was halt alles gebraucht wird. Die Kollegen haben das erarbeitet im Team und haben dann ein eigenes Einarbeitungsboard aufgebaut für den oder die Mitarbeiter, die neu im Team angefangen haben. Klassisches Board, Open in Progress Done, und haben dann dem Kollegen das Board vorgestellt letztlich, als er kam, und es war in seiner Verantwortung, dieses Board in einem bis zwei Sprints eigenverantwortlich abzuarbeiten. Und auf diesen Aufgaben, also da stand dann, keine Ahnung, bei uns jetzt touristisches E-Commerce-Verständnis meinetwegen, dann stand da ein Name, an den er sich wenden kann, oder mehrere Namen, und war dann, wie gesagt, eigenverantwortlich dafür zuständig, dieses Board für sich abzuarbeiten, um sich selbst in die Lage zu versetzen, innerhalb von wir haben das in der Regel geschafft, innerhalb von einem Sprint, zwei Wochen, wirklich aktiv mitarbeiten zu können. Das hatte den Effekt, ich weiß es noch, ein Kollege, der bei uns angefangen hat, der sagte, es war das erste Mal, dass er innerhalb von drei Tagen arbeitsfähig war und einen Wertbeitrag für den Sprint geleistet hat. Den großen Wert, den ich da sehe, ist, dass sich das gesamte Team noch bevor der Kollege kommt, intensiv mit dem Kollegen auseinandersetzt und sagt, was kommt da für einer, was soll der zukünftig tun? Keine Ahnung, mal ganz vereinfacht, Frontend, Backend oder UX oder Scrum Master oder was auch immer. Was braucht der? Das hilft auch dabei, sich selbst nochmal klar zu werden, was hat man hier eigentlich für eine Umgebung? Genau, und sorgt sozusagen noch bevor der Kollege angefangen hat für ein Teambuilding mehr oder weniger. Man bekommt also Informationen über den neuen Mitarbeiter und der Mitarbeiter bekommt sehr schnell Informationen über das Team. Und was ich da entscheidend finde, ist, wenn wir selbstorganisiert arbeiten, ihm direkt diese Arbeitsweise mitzugeben. Natürlich wird in so einem Recruiting-Prozess immer gefragt, hast du Ahnung von Agil? Und dann sagt er, ja, ich habe schon Scrum gemacht. Klar, die Realität sieht meistens anders aus. Es gibt durchaus auch Scrum-Versionen, wo es einen Push statt einen Pull gibt. Und dort kriegt man die Arbeitsweise dann auch direkt mit. Also es war sehr, sehr gut und hat zum Thema eigenverantwortlich arbeiten und zur Selbstorganisation des Teams über reine Entwicklungsleistung hinaus einen sehr, sehr wertvollen Beitrag geleistet. Und das ist auch der Unterschied zu vorher, dass die Leute vorher einfach reingeschmissen wurden und das Team sich vorher nicht keine Gedanken gemacht hat. Vorher war es in der Regel so, dass es einen oder immer noch gibt, einen Personalverantwortlichen, der verantwortlich ist für die Einarbeitung, und der macht einen Einarbeitungsplan. Aber es macht dann ein Personalverantwortlicher, der im Zweifel das Team, in dem er arbeitet, gar nicht gut kennt, und der dann auch ihm sagt, also der dann im Zweifel sogar Termine für die Person macht und sagt, dann triffst du dich mit dem und dann triffst du dich mit dem. Weil der andere Punkt von Daniel ist auch nicht zu unterschätzen, gerade in größeren Firmen, wenn Leute mit dazukommen, denkt man, die wüssten, was Scrum ist, und das Team hat ja ein sehr implizites und gelebtes Verständnis davon. Und also bei uns war das auch so, teilweise fanden wir bei, keine Ahnung, 20-30% der Leute erst nach einem halben Jahr heraus, dass sie das noch nie gemacht haben, sondern die bekamen halt alle zwei Wochen von ihrem Teamleiter die Aufgaben gepusht. Die konnten aber gar nicht wissen, dass es das nicht richtig ist, ne? Und wenn man das nicht von Anfang an richtig so bei denen auch initiiert, dann wissen die gar nicht, welche Fragen die stellen müssen. Und wenn man nicht aufpasst, kann man dadurch seine eigene Kultur erodieren. Ne? Deshalb ist das ein Mittel, was einfach ist, aber richtig gewährleistet, dass es auch in die richtige Richtung geht, wenn die das einfach selber machen. Und dann auch Fragen stellen, warum muss ich das denn jetzt machen und bin ich jetzt fertig oder nicht? Dann kann man sich viele Schulungen schon sparen. Genau, und das Einzige, was man als Erlaubnis braucht, wenn man jetzt in so einem agilen Goliath unterwegs ist, ist, dass man quasi zu dem Teamleiter geht und sagt, wir kümmern uns um die Einarbeitung, mach dir keinen Stress, wir kriegen das hin. Also ist im Grunde genommen, sind die meistens dann auch dankbar. Und das hat echt gut funktioniert. Ja, da. Noch eine Frage dann. In dem Team macht ja nicht jeder dasselbe. So klassisch nach Balbin hast du den Umsetzer, den Perfektionisten, den Visionär und so weiter. Geht ihr da im Recruiting drauf ein oder reagiert ihr dann bei der Einarbeitung auf so Themen, oder ist es bei euch so, ich sag mal, einfach oder flach strukturiert, dass in dem Team Entwickler sind, die müssen alle das Gleiche machen und dann ist es kein Thema? Tja, wie ist das? Ich meine, das ist ja dann eine Frage vom Recruiting-Prozess, wo man am besten vorher schon guckt, bevor der ins Team reinkommt, passt er da überhaupt hin, ne? Das ist vielleicht eine Sache, die dann noch in einem anderen Punkt kommt, wo man gucken muss, dass das Team den doch, bevor der reinkommt, so gut genug kennenlernt,
auch mit Scrum Master und PO, dass man dann abschätzen kann, passt der denn überhaupt von der Teamrolle da rein? Weil, wenn wir halt irgendwie ein Team mit 5 Teammitgliedern haben, die alle die gleiche Belbin-Rolle haben, dann kannst du auch mit vielen verschiedenen Methoden nicht viel ausrichten. Aber vielleicht einen Satz oder zwei Sätze noch dazu, weil wir da mehrere Sachen ausprobiert haben. Wir haben zum Beispiel ausprobiert, dass das gesamte oder die gesamten Teams diesen Kollegen kennenlernen, bevor die Person anfängt und dann auch ein Mitspracherecht haben, ob die Person kommen kann oder nicht. Das hat nur bedingt gut funktioniert, ehrlicherweise. Es war ein extrem großer Aufwand und man hatte sehr schnell dann auch Leute, die sagen, der kann aber nicht so ganz genau das Scala programmieren, was ich gerne hätte. Da habe ich ein Problem und dann hat man, wenn es dann um die Arbeit im Team geht, auch eine gewisse Schwierigkeit, ihn dann in dieses Team zu platzieren, wenn da einer drin ist, der sagt, ich will mit dem nicht arbeiten. Deswegen sind wir irgendwann dazu übergegangen, auch was den Aufwand angeht, das zu reduzieren und dem Team, für das gesucht wird, zu sagen, da ist das Vorstellungsgespräch und definiert 3 Leute, die sich die Person als Vertreter des Teams anschauen. Und da ist in der Regel ein Scrum Master dabei und der Product Owner und meistens einer aus dem Team. Und dann können die sich die Person anschauen und gucken, wie der ins Team passt. Aber ich meine, solche Geschichten wie, ist er eben eher der Leader oder der Macher oder wie auch immer, da braucht es eine etwas mehr Erfahrung und Kompetenz. Ich persönlich sehe den Auftrag oder die Aufgabe beim Scrum Master. Das ist gut. Wir würden zum nächsten Thema gehen jetzt, wenn das für euch okay ist. Oder ist da noch eine Frage? Zum nächsten. Okay, dann schon das nächste Thema. Was wird es sein? Also mich würde sehr interessieren das Thema große Retro, was sich dahinter verbirgt. Große Retro, ja, eine Retrospektive mit Leuten über 1,90 Meter Körpergröße. Genau. Ja. Das ist total wichtig. Ja. Man muss Cluster bilden. Wenn man so viele Leute hat, sollte man die der Größe nachsortieren. Gute Idee. Probieren wir mal aus. Ja. Die großen Leute haben ja auch einen besseren Überblick. Ja, genau, die können sich auch auf Augenhöhe begegnen. Das ist tatsächlich. Ja. So, nächster Punkt. Ja. Tatsächlich haben wir bei uns relativ schnell, der Touristik Online gibt es jetzt seit gut 4 Jahren und wir haben nach einem halben Jahr oder so gesagt, okay, in dieser Aufbauphase wäre es ganz gut, wenn man nicht nur den positiven Effekt von Retrospektiven aus den Scrum-Teams in den Scrum-Teams hat, sondern wenn man sich über Abteilungen hinweg darüber austauscht, was läuft eigentlich hier in der Organisation gut und was läuft nicht so gut und wo packen wir Dinge an und wo nicht. Und haben dann einen Eintagestermin gemacht, den wir mit den Scrum-Mastern intensiv vorbereitet haben im Open-Space-Format. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere die Scrum Master Gatherings kennt, die beispielsweise Cybert Media macht, so ein bisschen in der Art, nur halt firmenintern. Und am Ende war es so, Open Space, jeder konnte hingehen, es war freiwillig und jeder konnte sein Thema mitbringen. Und da gab es ganz verschiedene Themen von der Release-Prozess, da sollten wir mal drüber sprechen, bis hin zu Wunschliste an die Führungskräfte. Und wir haben versucht, jeden dieser Termine, jede dieser Sessions mit einem Moderator zu begleiten. Haben durchaus auch gerade Thema Wunschliste für die Führungskräfte entbunden, an diesem Termin teilzunehmen. Haben gesagt, sie kriegen ganz sicher das Ergebnis. Und das ist aber ein gutes Beispiel, weil die diese Wunschliste an die Führungskräfte tatsächlich dann auch in der Geschäftsführung angekommen ist, genutzt wurde und Maßnahmen ergriffen wurde, wie Kommunikationstrainings beispielsweise für einzelne Vorgesetzte und ähnliche Geschichten. Ja. Ja, eine Frage zum Unterschied zu der Brownback-Session im Sinne der Legitimation durch die Führung. Das hat für das Leadership einen eindeutigen Nutzen, musste nicht großartig legitimiert werden und die Brownback-Session aber schon, weil die kein definiertes Thema hat? Oder wo ist da der Unterschied? Also ganz konkret war da, glaube ich, der Unterschied die Person, die es genehmigt. Also die Person, die DTO damals aufgebaut hat, also der Geschäftsführer, war im Herzen für agile Methoden. Das heißt nicht, dass alles, was er getan hat, da wirklich gut reingepasst hat, aber er wollte das tun und da war es nicht so viel Aufwand, ihn davon zu überzeugen, dass es gut wäre, sich mal einen Tag zusammenzusetzen und es den Leuten zu überlassen, über was sie eigentlich sprechen wollen.
Muss man vielleicht auch dazu sagen, das war die Aufbauphase. In der Zeit gab es auch so Veranstaltungen wie Hausführung, weil man einfach eine neue Räumlichkeiten bezogen hat und dann im Grunde genommen den gesamten restlichen Konzern eingeladen hat, mal zu gucken, wie man das jetzt gemacht hat und wie man hier loslegen will. Also da war die Bereitschaft, in solche Dinge zu investieren höher, weil es sowieso eine Investitionsphase war. Allerdings war das vom Outcome so erfolgreich, also die Sessions waren auch immer so angelegt, dass es am Ende Maßnahmen gab, die auch nachverfolgt wurden. Und nach der ersten Runde, das war glaube ich nach einem halben Jahr, dann irgendwie eine Erfüllungsquote von 80%, also 80% der Maßnahmen wurden angegangen, war dann so, dass gesagt haben, okay, da hat sich was getan, das machen wir wieder. Und letztendlich haben wir auch das Format der großen Retro jedes Mal ein bisschen angepasst. Mal war es ein ganzer Tag, mal waren es zwei halbe Tage. Aber es war immer so ein Budget von, ich glaube, zwei Tagen im Jahr für theoretisch alle Mitarbeiter des Unternehmens. Das kann man natürlich auch ein bisschen kleiner anfangen, wenn man sagt, man hat noch nicht die Erlaubnis, das zu tun, dass man sagt, gut, ne, Retros im Team kennen wir ja, dann nehmen wir uns einfach mal die drei Leute oder die drei Stakeholder mit dazu, die mit an der Entwicklung beteiligt sind. Erstmal, ne? Weil denen mal meinetwegen auch nur ein 3-Stunden-Meeting einzustellen, ist noch nicht so schlimm. Und dann finden die auch heraus, okay, das ist ein Tool, was gut funktioniert und man lernt voneinander und man kann Verbesserungen beschließen, um die umsetzen. So. Und dann geht man in der nächsten Stufe noch ein bisschen größer. Das klingt jetzt ein bisschen langweilig, weil es nichts mit den ganzen fancy Methoden und Tools aus Skalierungsframeworks oder so zu tun hat, aber das ist tatsächlich was auch sehr sinnvoll ist, dass man einfach mal mit einem scharfen Auge guckt, wer arbeitet eigentlich bei uns zusammen und sehen die sich eigentlich oft genug? Und da zu gucken, mit so vielen Leuten, wie sinnvoll erscheint, mal zusammen in die Diskussion zu gehen, was machen wir eigentlich gerade und ist das sinnvoll oder nicht. So. Genau, und was vielleicht auch noch, was da nicht steht, aber was auch ein Erfolgskriterium war, das weiter zu tun, war die Freiwilligkeit und die trotzdem direkte Ansprache der Geschäftsführung und der Bereichsleiter, daran doch teilzunehmen. Das haben dann von den 8 Leuten oder so haben das 3 gemacht. Das war aber besser als keiner und am Ende hat es dazu geführt, dass die dann wieder in ihren Bereichsleiterrunden gesagt haben, hey, das ist eine coole Geschichte, geht da doch auch mal hin das nächste Mal und so hat sich das verbreitert. Sehr gut, dann werden keine weiteren Fragen oder da ist noch ganz gut, nur ich habe es nicht ganz richtig mitgekriegt, wie oft macht ihr das? Ungefähr, also aktuell zweimal in 3 Jahren, aber eigentlich geplant war es ungefähr 2-mal im Jahr. Das ist einfach eine Frage der Organisation, das ist relativ aufwendig und genau. Genau, dann gehen wir mal zurück, ein paar Themen haben wir ja noch. Welches als nächstes? Stuffing Board. Was ist das denn jetzt schon wieder? Stuffing Board ist folgendes, also bei uns war das so, wir sind ja ein relativ großes Unternehmen mit relativ vielen Teams, so. Wir sind so um die 30 Scrum-Teams ungefähr. Kann man sich schon vorstellen, dass so Recruiting-Prozess und so wie die Teams gerade Leute brauchen, dass es nicht unbedingt synchronisiert ist voneinander. Ne? Gerade so in der IT, man muss eigentlich immer auf der Suche sein nach Leuten, immer. Da muss man aber gucken, wenn man welche findet, wo setzt man die denn am sinnvollsten ein, weil ich weiß nicht, ob bei irgendeinem von euch das so ist, dass man Bedarf hat an einem Spezialisten, dann schreibt man eine Stelle aus, dann meldet sich nach 2 Tagen einer, den stellt man ein und man ist glücklich. Ne? Ist das bei einem? Wenn ja, dann bitte nach vorne, wie macht ihr das? Weil es ja tatsächlich eher andersrum. Ne? Man nimmt, was man kriegen kann und dann muss man das irgendwie so sinnvoll einsetzen, wie es auch nur geht. Dann wird es gekommen, okay, dann haben wir bei 30 Teams vielleicht, wenn du flache Hierarchien hast, hast du halt einen Entwicklungsleiter, der setzt sich dann nach dem Vertragsschluss zusammen, sagt, ja, wo gehst du denn jetzt hin? Wo ist denn Platz? Haben wir es ein bisschen andersrum gemacht und gesagt, ja, dann bauen wir doch mal mit den Teams selber sowas auf. Das ist auch entstanden eigentlich aus einer Geschichte, wo wir nur gucken wollten, oh Gott, welche Teams haben jetzt überhaupt noch Sitzplätze oder nicht? Haben so auf eine Wand aufgemalt, welche Teams sitzen hier überhaupt gerade bei uns in der Firma? Wie viele Plätze haben die noch? Dann kam der nächste Schritt, hat einer gesagt, ah cool, guck mal hier, da verlässt übrigens einer das Team und wir brauchen hier übrigens noch 2 Backend-Entwickler. Und auf einmal hatte sich diese Wand gefüllt nach 2 Wochen und wir hatten für die 30 Teams auch die Infos, okay, in dem Team und in dem Team und in dem Team brauchen wir noch Backend-Entwickler. Oh, und wir kriegen wahrscheinlich so 3, 4, 5 Backend-Entwickler pro Monat irgendwie rein. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Nee, also wer in der größeren Firma unterwegs ist, dem mag es bestimmt ähnlich gehen. Das ist ein ganz reales Problem. Und was machst du dann? Weil du hast ja auch das Problem, dass sich deine Bedürfnisse und Anforderungen regelmäßig ändern. Ne? Wenn du vor 3 oder 4 Monaten eine Stelle ausgeschrieben hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass deine Bedürfnisse jetzt anders sind. Das ist schon doof.
gesagt, okay, dann machen wir einfach unter uns eine eigene Priorisierung. Das heißt, da stellen sich dann einmal in der Woche die Scrum Master und Product Owner und wer auch immer will davor und wir diskutieren untereinander, wie ist denn jetzt die Priorisierungsreihenfolge, nachdem wir denn bei uns gucken, wer braucht denn am ehesten neue Leute. Ja? Habe ich da ein Bild von mit? Muss man sich mal, genau, das ist so ein Board zum Beispiel, wenn man sagt, das sind hier so die Teams. Hier sind jetzt unsere Prioritäten, wo wir sagen, ja gut, wir priorisieren generell ne, da, wo es wichtig ist, weil wir tatsächlich richtig Features liefern müssen und das ist wichtig, mittelfristig Leute aufzubauen. Zweites Kriterium ist, sobald ein Team weniger als 3 Leute hat, müssen wir das auf jeden Fall weiter verstärken, weil das ist zu klein, um sinnvoll zu funktionieren. Und das dritte, kann ich gerade nicht lesen, mag was anderes sein. Das haben wir auch selber festgesetzt und dann, okay, die Teams verhandeln untereinander, wer denn jetzt die höchste Priorität hat im Staffing. Weil da kann man auch viel mehr frühzeitig daran gehen, sagen, okay, wenn jetzt das Team Ghostbusters hier die höchste Priorität hat, weil die einen brauchen, dann können man die auch viel schneller und früher mit in die Bewerbungsgespräche mit reinnehmen. Ne? Und man kann sagen, okay, wir wissen ja ungefähr, wie viel Leute wir brauchen. Und wenn wir einen Bedarf haben, meinetwegen von x Leuten, wir wissen, wir können aber nur y-Leute pro Monat einstellen, wissen wir da auch, okay, das heißt, es geht vielleicht nicht schnell genug. Ne? Das sind viele Arten von Informationen, die man darüber kriegen kann und angefangen hat es auch einfach mal, weil wir das aufgemalt haben auf eine Wand, da gab es keine Berechtigung oder keine Erlaubnis, hat aber schnell so einen Wert gehabt, dass auf einmal ein Verständnis dafür entsteht, oh Gott, ich bin ja gar nicht alleine mit meinem Team, sondern hier gibt es auch noch andere Teams und die haben auch Bedürfnisse und wir sind ja gar nicht alleine, ne? Und man kann sich, wenn man abstimmt, auch viel bessere Sachen machen, vielleicht kann man sogar Leute innerhalb der Teams tauschen, ne? Solche Geschichten. Was getan? Spezialisten tauschen im Team, wenn sie genötigt werden. Das ist eine Geschichte, wo man gucken muss, wir wollen das ja langfristig machen. Ne? Also nur wenn irgendwie in den nächsten 2 oder 4 Wochen eine Deadline ansteht, muss man jetzt nicht direkt einen vom einen Team ins andere schubsen. So soll es ja nicht sein. Ne? Aber wenn klar ist, wir brauchen da jemanden zum Beispiel, der Scala spricht und da ist ein mega Bedarf und wir finden einfach keinen auf dem Markt, ne? Das sind so Gespräche, dann ja, na klar, dann müssen wir gucken, kannst du dir nicht vorstellen, da hinzugehen? Und wenn er das dann sieht, sagt er, ja okay, dann lass uns das mal ausprobieren. Ne? Oder vielleicht kann er dann auch nochmal für 3 Monate gehen, bis ein anderer dann den Skill da hat und dann geht er wieder zurück. Aber tatsächlich, wenn man in so einem Goliath unterwegs ist, hat man sonst ziemlich wenig Grundlage und ziemlich wenig Transparenz, überhaupt diese Gespräche führen zu können. Ne? Weil man hat nicht diese eine Person, die alles weiß, der die Skills und die ganzen Bedürfnisse kennt der Teams. Gut, sehr gut, genug geredet. Was haben wir noch? Nochmal, wer möchte noch? Mich würde das Thema Portfolio Board interessieren. Ah, Portfolio Board. Sehr gut. Habe ich gedacht, habe ich gesagt, Daniel, es kommt. Ja, hast du gesagt. Soll ich erst erzählen, wie es nicht klappt? Ja, genau, erzähl du mal, wie es nicht klappt. Ich habe ein Bild von dem, wie es nicht klappt. Nee, das wirkt nicht, weil das klappt insofern nicht, als dass sich einfach nichts verändert auf diesem Board. Wir haben in unserem Unternehmen viele Vorhaben und wie das üblicherweise so ist, mehr Vorhaben, als man tun kann. Aber auch das ist nicht transparent, sondern alle rödeln irgendwie rum und machen an 12 Baustellen gleichzeitig und es dauert alles zu lange. So. Da war die Idee, man baut ein Portfolio-Board auf. Und Portfolio-Board lief so, dass die Geschäftsführung, Bereichsleitung sich überlegt haben, was sind denn jetzt so die wichtigsten Dinge, was sind die Ziele des nächsten Jahres. Haben sie gemacht und das war auch ganz cool und es war alles nachvollziehbar und dann war das Jahr rum und es hatte keinen Einfluss. Das war die Geburtsstunde von dem Portfolio Board, weil die Aussage war, wir brauchen nicht nur Ziele und Ideen, sondern wir brauchen irgendwie konkrete Maßnahmen, die man an so ein Board hängen kann. Das war eine relativ aufwendige Runde, in der dann die Bereichsleiter alle ihre Schwierigkeiten hatten, von 30 Themen auf sich 5 zu reduzieren. Und von den 40 Themen, die das dann waren, rein platzmäßig, haben es nur 12 auf dieses Board geschafft, die 12 wichtigsten. Und das Board war so aufgebaut, dass es einfach quasi für jeden Monat eine Spalte gab und bis dahin sollten die Dinge dann möglichst erledigt sein. Leider war die Akzeptanz in der Bereichsleiterrunde nicht so, dass sie sich da regelmäßig getroffen haben, um da drauf zu schauen. Und die Akzeptanz war auch nicht so, dass wirklich das am wichtigsten Priorisierte auch bearbeitet wurde, sondern es wurde halt alles einfach weiter so bearbeitet wie vorher. Insofern hatten wir ein Portfolio-Board, es hat nur nichts gebracht. Ja, doof, ne?
Bei uns ging es ja ähnlich los. Weißt du, ich glaube, der Anfang, Daniel, war bei uns der Flickenteppich, oder? Wo wir irgendwie auch so mit den Scrum Mastern festgestellt haben, das, was hier an Arbeit passiert mit diesen 15 Teams, das schaut nicht wirklich sinnvoll aus, sondern eher so nach Ressourcenoptimierung. Ne, wo kann ich jetzt, wenn irgendwo ein Loch in dem Team ist, noch was reinsetzen, was halbwegs, also was nicht sinnlos genug ist, um es liegen zu lassen? Dann haben wir das mal auf eine Wand geklebt, dann war das, wir nannten das Flickenteppich, weil das wirklich ist, du hast pro Team meinetwegen eine Zeile auf der Wand und jedes Kärtchen ist dann ein Epic, die haben verschiedene Farben, die einzelnen Epics, und dann sieht man, dass die 15 Teams insgesamt an 17 verschiedenen Epics gleichzeitig arbeiten, aber immer nur zwei Teams an den wichtigsten, ne, solche Dinge. Das war so der Anfang. Und dann war die Geschichte ähnlich, ne? Und haben gesagt, okay, wir haben jetzt nicht gesagt, wir brauchen ein Portfolio-Board, sondern wir haben gesagt, das ist irgendwie sinnlos, wir müssen das irgendwie anders machen. Ich mag jetzt gar nicht so viel vorausgreifen, weil kannst du vielleicht mal aufstehen, Daniel, steh mal auf, weil wir haben ja nämlich einen Sitzen, der genau das, wo ich sage, der das hier gemacht hat in den letzten 12, 18 Monaten. Oder was so meiner Meinung nach total großartig, was dazu geführt hat, dass wir im Laufe der Zeit immer mehr Leute zuerst aus unserem Bereich vor diese Wand gekriegt haben, dann noch die Stakeholder mit bei und dann auf einmal das Management mit bei und dann auch die Geschäftsführung mit bei. Und auf einmal hat man dann wirklich ein lebendiges Portfolio-Board, wo man sehen kann, was sind eigentlich die Prioritäten bei uns, wie viel Jahre Arbeit haben wir eigentlich noch da hängen, die wir niemals erledigen werden, weil es einfach zu viele Leute gibt, die Arbeit reinkippen, und zu wenig Leute, die es abarbeiten, so wie es halt ist. Und was hat das mit Daniel zu tun? Genau, der Daniel ist nämlich genau der, der sich darum gekümmert hat, der als Scrum Master gesagt hat, ich kümmere mich darum, der quasi dann seinen Arbeitsplatz, seinen Tisch vor dieses Board gestellt hat und Tag und Nacht da saß und immer mehr Leute davor geholt hat. Der Wächter des Boards. Genau, was er da genau gemacht hat, das wird er euch heute Mittag um 13.30 Uhr erzählen. Deshalb will ich gar nicht hier mehr erzählen. Guckt euch, also hört euch das auf jeden Fall an. Kann man sehr viel von lernen. Also das kann funktionieren tatsächlich, wenn man es nicht direkt ausschreibt wie Portfolio Board, wir müssen das jetzt für alle immer machen und wir steuern das jetzt, sondern man muss da auch die Bedürfnisse der Leute wecken im Unternehmen Stückchen für Stückchen, und irgendwann kommt da was Großartiges bei raus. Was ich spannend fände, wäre die Frage von meiner Seite, weil du hast gerade gesagt, ihr habt ganz anders damit angefangen, bottom-up. Und bei uns war der Ansatz top-down. Also das Management hat schon verstanden, zumindest die Geschäftsführung, dass es irgendwie blöd ist mit den ganzen Maßnahmen, die alle nicht fertig werden, und irgendwie brauchen wir mal einen Überblick. Das wurde von der Seite aus getrieben, aber bei euch ja nicht, ne? Ja, das war eher andersrum. Wir mussten das ja induzieren, dass das Management sieht, was da eigentlich passiert, weil die dachten, das wäre sinnvoll. Ne? Weil das ist natürlich, gerade wenn man irgendwie groß unterwegs ist, und bei uns waren so, die Leute waren auch gewohnt, dass wir 5 Teams sind, nur auf einmal sind es 25. Und dann kriegst du nicht mit, dass du den Überblick verlierst, auch als Unternehmen nicht, weil jeder ist irgendwie immer beschäftigt. Einfach, ne? Jeder tut was, und das ist ja immer etwas Gutes, wenn man etwas tut. Das ist auch das Ziel. Ne? Genau. Es müssen immer alle ausgelastet sein. Genau, ja. Nee, ist nicht. Genau, also dazu um 13.30 Uhr. In welchem Raum, Daniel? Weißt du das? Saal 1 und 2. Saal 1 und 2, okay, sehr gut. Erhöht den Druck noch ein bisschen auf dich. Sehr gut. Zum Team-Setup. Gut. Wir sind nicht mit 30 Teams unterwegs, sondern mit weniger. Das muss man vielleicht vorneweg sagen, aber nichtsdestotrotz haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass Teams oder Mitarbeiter in Teams selbst entscheiden, in welchem Team sie arbeiten. Darum geht es letztendlich. Und vielleicht zwei Sätze zu der Geschichte, zum letzten Team-Setup. Das ist jetzt eine Woche her oder so, ne? 2 Wochen her schon. Auslöser war eine unglückliche Kommunikation des Managements. Grund war eine strategische Veränderung. Also es gab eine strategische Veränderung, die dazu geführt hat, dass man ein Team so in der Form nicht mehr brauchte. Und dann war der Ansatz der in der Bereichsleiterrunde, sehr klassisch, wir überlegen jetzt mal, was machen wir denn mit den Kollegen? Wo könnten die hingehen? Wo erzeugen die den größten Wert? Da hatte in dieser Bereichsleiterrunde schon quasi keiner eine Ahnung. Dann sollte es der IT-Leiter machen, unterstützt von mir. Dann haben wir irgendwelche Vorschläge gemacht. Und die wurden dann Hals über Kopf aus verschiedenen Gründen übers Knie gebrochen kommuniziert. Da standen dann Namen an der Wand. Person X geht in Team Y und die sitzt da und sagt, aber das, was ich da machen soll, kann ich gar nicht. Und sagen wir mal, die Begeisterung hielt sich in Grenzen, also es war ein echtes Desaster. Es gab der gesamten Firma großen Unmut.
Und das hat dazu geführt, oder das war der Punkt, war die Frage, wie fangen wir das jetzt auf? Und dann sind wir von der mit den Scrum Mastern quasi auf die Geschäftsführung zugegangen, haben gesagt, okay, offensichtlich scheint ja der Plan, der da irgendwie kommuniziert wurde, nicht der richtige zu sein. Wir sollten gucken, dass wir einfach die Kollegen einbinden und mitentscheiden lassen, in welches Team sie wollen. Da haben wir einen Workshop gemacht. Ich finde es total spannend, auch gestern bei der Agile Night oder auch bei anderen Konferenzen hat der Robert Gies schon mal erzählt, wie sie das bei ShopGate gemacht haben. Das war mit viel mehr Vorlauf und viel stärker organisiert, was ich total spannend finde. Wir mussten das auch übers Knie brechen, weil die Unruhe so groß war. Und dann haben wir gesagt, wir organisieren jetzt einen gemeinsamen Workshop, wo alle Mitarbeiter aus den Entwicklungsteams zusammenkommen, also inklusive Design, UX, Test und so weiter. Also wir haben da cross-funktionale Teams, nicht nur Entwicklung. Dort wurde vorgestellt von den Product Ownern, vorher definiert, das wurde vorher vorbereitet. Was ist das Ziel für dieses Team für die nächsten 6 Monate? Worum geht es in dem Team? Um so einen Fokus zu haben, um eine Vorstellung zu haben. Und welches Personenbudget gibt es? Also wie viele Personen hat man und was stellt man sich so ungefähr vor? Ne? Also es war jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber einfach um eine gewisse Vorstellung bieten zu können. Und dann haben sich die Mitarbeiter quasi in die Ecken zu ihren Product-Ownern gestellt, wo sie dachten, ihrer Meinung nach, dass sie den größten Wert erzeugen für das Unternehmen. Natürlich war das nicht die finale Lösung und das ging über 2 Runden. War so, dass am Ende dann die Kollegen dort zusammenstanden und in manchen Teams zu viele Leute waren, in anderen zu wenig. Zumindest war der Auftrag an die Product-Owner der Teams, sich das anzuschauen und zu sagen, wo habe ich noch Gaps, also wo fehlt mir ein Skill oder eine Person oder was auch immer. Und das wurde kommuniziert und dann war der Auftrag von jedem Team, also jede Gruppe, die zusammenstand, eine Lösung sich zu überlegen, die diese Gruppe anbieten kann, und zwar für die anderen. Und das haben wir im Grunde genommen über 2 Runden gemacht, haben auch vorher kommuniziert, seid euch im Klaren, das ist nicht die Endlösung, das ist nicht das, wie wir die nächsten 6, 8, 12 Monate arbeiten, sondern das sind die 80%, mit denen wir jetzt loslegen wollen. Und das hat sehr gut funktioniert. Es war sehr anstrengend für alle Beteiligten, aber es war unglaublich intensiv und die Gespräche, die geführt wurden zwischen den Kollegen, waren wertschätzend und sehr, sehr wirtschaftlich orientiert auch. Also so dieses, was immer so die Angst ist, der Mitarbeiter überlegt sich, wo er sich am wohlsten fühlt, das kam sehr, sehr wenig vor. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass aus der strategischen Entscheidung, ein Team aufzulösen, ein komplett neues Team-Setup sich gebildet hat? Genau. Und wie lange hat das insgesamt gedauert? Das Team-Setup zu bilden? 5 Stunden. Also es ist vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob das da steht, nee, war aus meiner persönlichen Sicht ein Erfolgskriterium eben zu sagen, wir werden nicht die finale Lösung finden, stellt euch darauf ein, also um den Druck rauszunehmen, dass es das, die eierlegende Wollmilchsau sein muss. Und das zweite war, explizit die Zeit zu reduzieren, zu sagen, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit, eine Lösung zu entwickeln für das andere Team und dann stellt ihr die bitte vor. Die Teams sind dann aber so stabil geblieben für eine Zeit? Hier bin ich. Ah, hallo. Oder naja, wie oft habt ihr das wieder angepasst? Also das ist nicht das erste Mal, dass wir so Team-Setup selbst organisiert machen, das dritte Mal. Das erste Mal, dass das so übers Knie gebrochen schnell passieren musste. Und die Teams wurden jetzt gebildet und starten im Januar. Interessant ist vielleicht auch, warum ich da auch einen sehr hohen Wert drin sehe, dass sich seit dieser Teambildung personelle Veränderungen ergeben haben, die dazu führen, dass man sowieso wieder anpassen muss. Also, achso, das kann man vielleicht auch sagen, was wir auch gemacht haben ist, es gibt jetzt seit diesem Teambildungsworkshop eine Runde aus Geschäftsführung, Product Owner dieser Teams und Scrum Master dieser Teams, die sich im 2-Wochen-Turnus treffen und darüber sprechen, passt dieses Team-Setup noch so? Gibt es neue Bedarfe, Personalbedarfe und so weiter und passt auch die Strategie noch so? Ne? Ist das die Prio der Themen, die bearbeitet werden sollen? Und dann vielleicht der Schwenk zum Portfolio Board. Das löst im Grunde genommen das Problem, dass die Kollegen nicht in der Lage waren, top-down eine Priorisierung festzulegen, weil immer alles wichtig ist, auf, weil wir in dieser, kann man auch sagen, in der Runde
auch ein strategisch wichtiges Thema rausgeflogen ist. Die Aussage der Teams war, wir können in dem Teamcenter das bieten und das können wir nicht bieten. Das können wir nicht erledigen. Und die Geschäftsführung hat das akzeptiert. Wir haben gesagt, gut, müssen wir ein halbes Jahr später angehen. Das ist auch gut, wenn man das halt, man muss es halt anbieten, ne, wenn man sowas sieht. Guck mal, lass uns das doch machen, das kann schon sinnvoll sein. Und ich glaube, gerade viele im Management sind auch froh, wenn sie diese Arbeit abgenommen kriegen, Leute neu zu verteilen auf Teams, weil die wissen meistens auch, dass das nicht sinnvoll ist. Ne, wir haben sowas jetzt auch gerade bei uns, vor uns, hinter uns, sind mittendrin. Mit ein paar mehr Teams, da ist das Management gar nicht mehr drin involviert, weil die sagen, ja, ihr macht das schon, guckt mal so, dass es am sinnvollsten ist und da wird schon was Gutes bei rauskommen. Und dann stimmt dann auch. Und was natürlich dann steigt, ist am Ende sowas wie Motivation in den einzelnen Teams, weil die Leute viel mehr sich damit identifizieren können, was sie machen, weil sie sich selbst gewählt haben. Das ist ein riesiger Faktor. Da müssen sie noch nicht mal das so gut fachlich können, das kriegen die schon auf die Sauer selber hin. So, warte, jetzt muss ich hier auf den Knopf drücken. So, wir haben jetzt noch sowas wie 10 Minuten. Wir haben noch genug Themen übrig. Ha, da war einer am schnellsten. Das war jetzt gemein, aber du kommst gleich. SMAC-Team. SMAC. ADAC-Team. SMAC. ACDC-Team. Naja, also im Grunde genommen kann man das relativ schnell sagen. Was wir gemacht haben, ist sehr schnell alle Scrum Master und Agile Coaches, die im Unternehmen sind, zu einer, in dem Fall auch sogar Community of Practice zusammenzutun und gemeinsam das Thema agile Transition voranzutreiben. In dem Fall, also zusätzlich zu der Arbeit, die man sowieso im Team macht, als Scrum Master oder als Agile Coach, sich Gedanken darüber zu machen, was kann man denn noch tun, um das Thema agile Transition weiter voranzutreiben. Und eine Reihe der Dinge, wie zum Beispiel die Lunch Lottery oder so, sind Dinge, die in dieser Runde entstanden sind, wo die Kollegen gesagt haben, es wäre doch mal cool, wenn wir irgendwie dafür sorgen, dass die Kollegen sich halt irgendwie anderweitig austauschen. Und das ist, andere sagen, es gibt ein Transitionsteam, man braucht ein Transitionsteam. Im Grunde genommen ist es mehr oder weniger das. Aber auch da, ne, das ist so, aus unserer Erfahrung muss man aufpassen, dass es nicht zu groß wird oder zu konstituiert. Ne, aus unserer Erfahrung, das ist ganz großartig, wir haben das dann mal angefangen, dann waren wir in so einer Gruppe ganz schnell 17, 18 Scrum Master, die sich da getroffen haben. Ne, wenn man so die Gruppengröße sieht, ne, kann man sagen, okay, ja, so ein richtiges Team ist es dann nicht mehr. Und das war dann nicht mehr ein kurzfristiges, schnelles Handeln und voneinander lernen, sondern, da muss man aufpassen, ist das ganz schnell implizit zu einem Versuch geworden, selber eine dass die große agile Transition im Unternehmen herbeizuführen. Wenn man viele von den Leuten hat auf einem Punkt, dann beginnen die sehr schnell, weil es einfach ihre Art ist, über Dinge auf einer höheren Ebene nachzudenken, obwohl es gerade nicht angebracht ist. Ich sage es mal so. Deshalb ist das zum Beispiel ganz wichtig, dass man die Leute dann wieder auf den Boden holt und sagt, mal, guck mal, es geht gerade darum, wie können wir denn eben mit kleinen Schritten was machen und voneinander lernen und wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Guck mal, ihr beide habt gleich die gleichen Impediments bei euch in den Teams oder wenn wir drei uns zusammentun, können wir jetzt eine Moderatorengruppe aufmachen oder. Ja, da muss man halt aufpassen, weil genau das, was halt nicht funktioniert, ist, wenn man ohne dass man dafür irgendwie ermächtigt ist, versucht, unternehmensweit eine eigene Transition durchzuführen. Weil dann kann man sagen, dann ist man eigentlich in dem Moment schon gescheitert. So doof das ist. Ne? Also ich würde mir auch nichts lieber wünschen, als dass ich selber die Möglichkeit hätte, bei uns die 700 Leute agiler zu machen. Das funktioniert aber leider nicht so. Ne? Das hat halt einen viel größeren Wert langfristig, wenn man das bottom-up macht und den Leuten wirklich hilft bei ihren Problemen, die sie haben. Und da können sich die Scrum Master untereinander sehr gut austauschen und viele wirklich coole Dinge entwickeln. Das passt total gut eigentlich zum Fazit, was du jetzt gesagt hast, die ganzen kleinen Steine. Ne? Oh Mist, ja. Stimmt, ja gut. Dann können wir uns die Folie auch schon sparen. Ja. Oder anzeigen und über was anderes reden, können wir auch machen. Ah, das ist auch gut, über Fußball zum Beispiel. So, guck mal hier. Ein Thema hätten wir noch, hier, genau. Scrum Master Sharing. Hätte ich jetzt auch empfohlen, das ist total super, ne? Ja. Was ich vorhin schon angedeutet habe, was sich so ein bisschen auch aus so einem Brownback-Meeting ergeben hat, ist den Austausch der Scrum Master und des Scrum Master-Wissens zu stärken und durchaus auch mal dazu überzugehen, dass man diese Koppelung von ein fester Scrum Master zu einem Team, sagen wir mal, ein Stück weit aufbricht und sagt, hey, keine Ahnung, also wir haben bei uns auch weniger Scrum Master als Teams, dass man andere Teams unterstützt oder sich vernetzt und austauscht. Ne? Also sagt auch, ja, wir haben im Konzern, also im Mutterschiff, im etwas langsameren Mutterschiff,
jetzt auch eine Reihe von Scrum Mastern, die dann eben mal kommen und zugucken, oder wir haben dort Retrospektiven übernommen und einen Sprint begleitet, einfach um mal eine andere Sichtweise reinzukriegen, ne, und diese enge Kopplung nicht mehr zu haben. Auch das war wertvoll. Ja, ich weiß nicht, ob es bei euch auch ist. Bei uns hat sich aufgrund der Menge der Scrum Master irgendwann rausgebildet. Es gibt Scrum Master, die haben einen technischen Schwerpunkt, die sind super geil, dem Team beizubringen, wie sie denn jetzt für die technische Exzellenz in ihrer Software sorgen können oder das in der Retro irgendwie hervorzukitzeln. Und es gibt Scrum Master, die sind sehr, ich sag mal, PO-lastiger unterwegs, die können das sehr gut auf dieser Produktebene machen. Und es gibt auch eine ganze Menge, die können sowas im Sinne von systemischem Coaching und Gruppendynamik und sozialen Beziehungen. Und die können das auch voranbringen. Dummerweise habe ich es noch nie erlebt, dass irgendeiner alles drei zusammen mitbringt. Weil außer glaube, dir selbst. Ja, natürlich, weil ich das Wissen mit Löffeln gefressen habe, wie wir eben gesagt haben. Nein, überhaupt nicht. Ist das total wertvoll, die einfach mal untereinander die Retros, die Meetings, was auch immer machen zu lassen, weil es ist total erstaunlich, was man da auf einmal für andere Effekte in den Teams sieht oder was für Möglichkeiten sich auf einmal ergeben, wenn jemand mit einem anderen Historie eigentlich einfach nur, ne, sich dem Team mal öffnet. So, und das ist auch was, das geht relativ schnell. Und das kann wirklich viel bringen. Wichtig ist tatsächlich sowas wie Freiwilligkeit und Kompetenz. Also es muss schon klar sein, dass derjenige, der kommt, auch die Kompetenz hat für das Team, gerade wenn ich den nicht kenne, dass er bei mir die Retro gut durchführt. Oder welches Meeting auch immer. Und ich glaube, es ist wichtig, dass gerade bei so einem sensiblen Thema wie Retrospektive auch das Team eingebunden wird und mitentscheiden kann, ob sie das wollen oder nicht. Natürlich. Genau, ja, das ist wichtig. So über den Kopf vom Team hinweg würde ich sowas nicht machen. Aber ich habe das bisher nicht erlebt, außer mal bei ganz expliziten Retrospektiven, wo die Kollegen gesagt haben, das geht so sehr ins Eingemachte, das wollen wir mit unserem Scrum Master machen, das kann schon sein. Aber in der Regel haben die meisten damit weniger Probleme. Ja, das ist nicht so. Bei uns hat sich etwas ausgebildet, dass wir immer, ich sag mal, einen Techie-Scrum Master und einen systemischen Scrum Master irgendwie als Pair zusammentun. Die kümmern sich dann um drei Teams und die können sich total gut untereinander ergänzen, austauschen, miteinander reden, dann sind die nicht so alleine, was wirklich furchtbar ist, finde ich, als Scrum Master ist, wenn man als einzelner Scrum Master allein auf dem weiten Feld ist und man kann sich nicht austauschen mit anderen, weil dann ist die Sache auch schon gestorben. So doof das ist. Man braucht immer jemanden, mit dem man auf Augenhöhe diskutieren kann, weil das kann man oftmals mit dem Team oder mit dem PO nicht machen. Kommt mir in dem Zusammenhang vielleicht auch, weil man ja gerne sagt, so in einem Startup ist das alles viel einfacher und so. Das ist wiederum der Vorteil von so einem agilen Goliath, dass man einfach viel mehr Leute hat und damit viel mehr Flexibilität. Und solche, also wenn man halt nur mit drei oder vier Scrum Mastern arbeitet, dann muss man das Glück haben, dass das sehr breit aufgestellt ist. Wenn man 30 hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man alles irgendwie abdeckt, halt viel größer. Ja. So, die Zeit ist eine Zeit, also die geht jetzt voran hier. Schnell die Fazitfolie. Schnell die Fazitfolie, weil ohne Fazitfolie ist keine Präsentation vollständig. Wie kommen wir da hin? Ah, ich weiß noch nicht. Wir klicken hier einfach ein bisschen rum. Genau, Ausrufezeichen. Passiert das hier? Vielleicht passiert das hier. Nee, warte, ich muss gerade mal. Ich glaube, was... komm einfach... Jetzt habt ihr auch alles gesehen. Jetzt haben wir alles durchgearbeitet. Ja, Speed Learning, genau. Das hätten wir draufschreiben können. Was? Speed Learning ist ganz wichtig. Prüfung kommt nachher, ne? Ich hoffe, ihr habt euch alles gemerkt. So. Ich glaube, ich will das gar nicht alles runterlesen. Könnt ihr ja selber lesen. Ich glaube, was ich total wichtig finde, was auch in der Vorbereitung von dem Vortrag nochmal deutlich geworden ist, das Thema Netzwerken ist eins, was sich komplett durchzieht durch fast alle dieser Maßnahmen. Und Freiwilligkeit ist auch was sich stark durchzieht. Ne? Und dass es eher nicht darum geht, diesen Change Master Plan irgendwie in einer Scrum Master Runde oder Top-Down oder sonst wie zu definieren, sondern sich eher zu überlegen, welche Kultur möchte ich denn haben, wie möchte ich denn arbeiten zukünftig und dann kleine Dinge einfach tun. Und zwar immer in dem Handlungsspielraum, den man hat und nicht immer versuchen, dieses, was ich selbst auch lange gemacht habe, immer beim Management anzuklopfen, zu sagen, darf ich und ich will das jetzt haben und warum machst du nicht mit und du verstehst das ja alles nicht, es tut mir leid und so kann das alles nicht klappen, sondern einfach die Dinge tun, die man tun kann und das hat einen relativ großen Einfluss dann tatsächlich auf so eine agile Transition. Ja. Und öfters kann man auch einfach mal was machen, ohne zu fragen, holt man sich hinterher halt die Erlaubnis, das geht auch. Solange der Einflussbereich klein genug ist, ist es eigentlich noch nie ein Problem. Also ich habe noch nie erlebt, dass irgendeiner dafür geköpft würde, weil er auf einmal sich zu einer neuen Meetingform entscheidet und das Management war aber dagegen. Ne? Wenn es nicht versteht, dann machst du es halt trotzdem, meine Güte. Genau, wir können jetzt den 1-Minuten-Zettel überspringen, den Time-Over-Zettel. Ja.
Ja, da steht jetzt 5 Minuten noch, aber ich glaube, in der App könnt ihr die Veranstaltung voten. Genau. Macht das. Genau. Macht das bitte. Macht das bitte. Und vielen Dank, unsere Zeit ist um. Ja, vielen Dank.